Take 3. Basket Talk mit TJ DeLeo. Kurz und knapp zum Ende der Saison 2017-2018. TJ, um warm zu werden, fill the gap. It's gonna take a lot to drag me away from you. And you go? Bless the rains down in Africa. Ich dachte, du kannst den Text auswendig. Du hast heute Mittag gesagt, das wäre dein Go-To-Song beim Karaoke. It's gonna be... what is it? I gotta see the words. You gotta see the words? Yeah. Hold on. You gotta learn the words. We can pick a new song. You wanna pick a new song? Nah, okay. We don't pick songs. We gotta talk basketball. It's okay. Just an icebreaker. Okay. I thought, but didn't work out. So you gotta learn the words over the summer when you're coming back. Yeah, for the 18-19 season. The words there. Nah. It's always better when you got them in your head. TJ, Basketball, 2017, 2018. Man sagt immer, das zweite Jahr ist schwerer als das erste Jahr. Das war jetzt dein zweites Jahr in Bonn. Mhm. Was ist dir dieses Jahr schwerer gefallen als 16, 17? Für mich war eine große Rolle dieses Jahr, aber es war nicht schwer, aber es war ein bisschen besser für mich, ein bisschen mehr Spielzeit, ich kann ein besser Rhythm finden, ich habe ein besser Rhythm gefunden und ein bisschen, ich habe ein bisschen mehr gemacht in die Offense und Playmaking auch und wie Ende letzter Saison. Ich habe das auch gemacht, aber dieses Jahr war der nächste Schritt für mich. Und war nicht schwer, aber besser für mich. Wenn wir auf die Zahlen gucken, letztes Jahr 4,2 Punkte, jetzt 7,8, 1,4 Rebounds, jetzt 2,1, 2,4 Assists, jetzt 3,4. Du hast wenn wir so diese großen Kategorien nehmen, hast du überall einen Schritt nach vorne gemacht, auch bei der Dreierquote. Insgesamt Field Goal Percentage überall besser geworden. Aber was würdest du sagen, ist so das eine, wo du am meisten draufgelegt hast? Dieses Jahr, ich denke, werfen. Dieses Jahr, ich hatte mehr Confidence in meinem Werf und auch von der Free-Throw-Line und die Dreierlinie dieses Jahr war besser für mich und die beste in meiner Karriere. Und du kannst ein bisschen besser werfen und du hast ein oder zwei in Folge gemacht und dann die Gegner, die Verteidigung spielt eine andere Defense und dann kommt die Drive to the Basket oder etwas für eine andere Teammate und das it opens up the game for everybody. It opens up offense a little more when die Gegner muss deine Werf respektieren. Ja. Wenn du schon den Wurf ansprichst, ist es dadurch, dass du jetzt deutlich mehr die 1 als die 2 gespielt hast, so gewesen, dass die Defense die andere Würfe gegeben hat, oder ist es eher so, dass du dir durch die neue oder durch die andere Position die Würfe anders hast du erarbeiten müssen? Ja, es... Or maybe a little bit of both? Ja, ein bisschen beides, ja. Auf die 1 ist ein bisschen mehr aus die Dribbling werfen und Pull-Up-Jumpers, Mid-Range und Dreier auf die Dribbling und ich denke, dieses Jahr meine Mid-Range war gut und Dreier war auch besser wie letztes Jahr und ja, auf die 2 ist es mehr Catch and Shoot. Ja, und so ein bisschen da, wenn du hast eine Catch and Shoot Situation, die Defense macht ein Hard Closeout und dann kannst du durch die Court gehen. Wenn du dir deine Rolle letztes Jahr anschaust und die Rolle, die du dieses Jahr hattest, 18, 19, wie wird da die Rolle des TJ DeLeo aussehen? Oder wie würde sie in deiner Vorstellung idealerweise aussehen? Ja, jedem Saison mein Ziel ist, zu be a smart player, mag gute Entscheidungen und
spiele Team Basketball, aber nächstes Jahr, ich kann den nächsten Schritt machen mit ein bisschen mehr Punkte, ein bisschen mehr Creativity und Playmaking. Und ich denke, für mich nächste Saison, ja, mein Ziel ist, play the same way as I do, but just a little better, find little areas to focus on, I think. What aspects are we talking about here? I think for me, it is probably consistency a little bit with my three-pointer. Think hopefully next season I can get a little better of a rebounding mentality. I think I can really do a little better there, help out more there. And yeah, those are two main things. But is this because you're always looking for the break, or are you just taking too much care of all the other guards and yeah, boxing them out and hopefully and hoping for one of the big guys? Hoping the big guys snatch a rebound, yeah. And it's not always like it's good teams need their guards to help rebound too, and especially defensive rebound. Yeah. Offensive rebound, als Guard, du musst zurückgehen und Verteidigung spielen, aber on defense, du musst, ich muss ein bisschen mehr helfen, die großen Spieler. Ja. Was auffällt oder was aufgefallen ist in deinen ersten zwei Jahren in Bonn ist, letztes Jahr alle 37 Spiele gemacht, dieses Jahr auch alle Spiele gemacht, kein Spiel ausgesessen, knock on wood. Was ist das große Geheimnis dahinter? Es gibt immer wieder, gerade auf den kleinen Positionen, ja, wo unheimlich viel Athletik im Spiel ist, gerade wenn du jetzt dann mehr Richtung Korb unterwegs bist, wo halt einfach viel Körperkontakt da ja ist, dass man halt sich irgendwo mal einen Pferdekuss holt oder dann doch blöd umknickt oder und dann irgendwie aussetzen muss. Aber was ist das Geheimnis hinter? Ja, es ist natürlich ein bisschen Glück. Und ja, aber wir haben eine sehr gute Trainingstaff hier mit Bogdan und Mark, und wann hast du ein bisschen Schmerzen oder etwas fehlt nicht, something doesn't feel right, a little bit, we take care of it before it starts to get worse. Yeah. And so, never had any injuries that like slowly building up, we always take care of it before it gets worse. Final question, how important or how valuable is it to already know that a couple guys you played with this year and the year before will be coming back next season as well, and what are the advantages you guys need to take advantage of? Coming together as a collective group and holding that core together. I think it's just having that chemistry between a few guys already. It allows others to come in quicker to the group and find a rhythm with us and find our style and little things we do here and there on the court. It's easier to pick up that way instead of having all new guys who are looking, searching for everything on their own. But when we have a core group who are leaders, who have played a lot of minutes, I think that's, we know coach's style of play, so we can kind of help the new guys with that, however many there may be. Ja. Letzte Frage, tatsächlich die allerletzte Frage. Wenn du 16, 17 schon mit einigen Jungs zusammengespielt hast, was hast du dieses Jahr, 17, 18, ja, von so Jungs wie Josh oder Konzi beispielsweise, was hast du über die gelernt, was du in dem ersten Jahr noch nicht wusstest? Wo du jetzt sagst, okay, das ist etwas, was wir dementsprechend nächstes Jahr mit in die Saison nehmen werden. That's a good one. I know. I think mainly what I got from a lot of the guys like this year, Josh, Julian, like they said, hey, you gotta be aggressive. There's no time for you to be like passive. We need you out there to make plays, be aggressive, never hesitate. You gotta do this. And I know last year that was I took a back seat a little bit at times to Josh or Ryan or Julian, but this year those guys, they really always kept me at, hey,
we need you. Ist das jetzt ein Automatismus bei dir, dass du, insgesamt aggressiver geworden bist, oder brauchst du immer noch diese Hinweise von den Jungs so, TJ, be aggressive out there? I think it's, oder ist das weniger geworden? It's for any player. You try and have as much self-confidence as you can, but sometimes there's times where it's good to hear from a teammate. Like, you might think you're playing awful or something, and your teammate goes, hey, come on, we need you to keep shooting, keep driving, just keep doing it. Who cares what happens? Like, you need that from a teammate, and because, I mean, as much as basketball is a team game, it's players can get in their own head a little bit. So when you have good teammates like we did this year and all that type of thing, with coaches great with that as well, I think that's really something that I got from my teammates that helped make me better, because I feel like that just kept me, because I feel like I play the best when I have the confidence, when I'm always attacking or always looking to make plays, and I think that's what helped me a lot this season, those guys. Dann werden wir dich auch nächstes Jahr nach der Sommerpause tagtäglich dran erinnern und bei den Spielen aggressiv zu sein. TJ, genießt den Sommer. Ja, wir sehen uns.